Und auf die nächste Folge jetzt. So, wie schaut's aus? Hier haben wir fertig. Super. Können wir direkt das nächste machen. Und ist sogar golden geworden. Das ist perfekt. Hier haben wir ja auch noch eine ganze Menge. Hier haben wir auch noch 40 Flaschen. Ah, ich muss noch Wasser holen. Ich muss noch weiteres Bier brauen. Ich baue noch Wasser. Und dann könnten wir eigentlich schon mal eine Portion nach oben bringen. Und dann eigentlich mal die nächste Hexenverbrennung dann genießen, ne? Die kommt ja jetzt demnächst wieder. Die nächste Hexenverbrennung kommt ja jetzt bald wieder. Da könnten wir hier eigentlich schon mal vorbereiten. Ach, ich glaube, das habe ich ja da drinnen. 5 und 10. Können da schon mal vorbereiten. Oh, Hamburger. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Burger machen. Ich mache irgendwie, ich weiß nicht, 2-3 Mal im Monat gibt es bei mir aktuell Hamburger, weil ich stehe da aktuell mega drauf. Vor, keine Ahnung, ein halbes Jahr hatte ich ständig irgendwie Bock auf Spaghetti und mittlerweile kann ich sie nicht mehr sehen. Dann habe ich immer wieder richtig Bock auf Fischstäbchen, so 2-3 Tage lang. Dann habe ich tierisch Bock auf Frühlingsrollen 2 Tage lang. Ja, und jetzt aktuell tatsächlich Burger. So, anscheinend ist alles bereit. In 2 Tagen ist die nächste Hexenverbrennung. Bis dahin sind wahrscheinlich die Burger schon kalt und vergammelt. Aber das interessiert keinen, es muss ja keiner wissen. Ne, mit Gammelburger und fadem Bier geht's dann ab in die Hexenverbrennung. So, hier ist alles noch, wie es sein soll. Ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen mit Ködern im Sumpf angeln. Vielleicht kriege ich da irgendeinen Fisch, den ich für die Quest nehmen kann. Aber ich glaube, ich muss dringend erstmal das Fleisch muss ich schneiden. Muss mal wieder Burger Patties machen. So. So, dann brate mal schön. Ich nehme mal hier die ganzen Dinge mit. Okay, die Bienen jetzt vielleicht nicht. Dafür lasse ich euch da, weil ich glaube, den Platz brauche ich dann. Die Angel habe ich eh stets dabei. So, dann huschen wir mal. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, fast. Immer noch fast 9. So, dann bin ich mal gespannt, was ich dann einnehme. Ich bin dann auch gespannt, was ich dann jetzt durch die Kirche einnehme. So, wo geht's denn hier durch? Da. Ach, Omi ist auch gar nicht anwesend. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal hier den Weg finden, wie ich darüber wieder rauskomme. Oma! Wie kommt ich? Ich krieg die gar nicht raus. Was ist das? Hallo? Wo muss ich denn jetzt lang? Oh. Was für ein doofes Ding. Ich muss erstmal den Weg wieder dahinter finden. Wo war denn noch dieser... Ach, wo war denn dieser Weg? War das nicht hier? Nö, offenbar nicht. Nö. Ach Mann. Wie doof. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkomme. Wo ist denn hier dieses Ding? Ist das hier? Nö. Ah, hier ist es.
Jetzt. Da ist es. Wo man dann hier außen rumläuft. Zu der Angelstelle da im Sumpf. Ich glaube, dann war das hier hoch. Schade, dass hier keine normalen Pilze wachsen. Schade, dass das alles Giftpilze sind. Ich hätte mir da gerne welche schnambuliert. So, da unten ist besagte Angelstelle. Zu der man erstmal hinkommen muss. So, guten Tag. Ich hätte gern ein paar silberne Fische. Doch silberne Fische. Huch, ein Aal. Interessant. Noch ein Aal. Wow. Also offenbar gibt es da nichts Gescheites. Schade. Ja, man muss halt ein bisschen rumgucken, ne? Oh, was haben wir denn hier? Das nehmen wir doch mit. Ich glaube, ich laufe gerade zurück. Na, ist ja egal. Oh, hier haben wir auch noch was. Ja, ich glaube, hier komme ich nicht weit. Ich glaube, hier komme ich auch nicht vorbei. Boah, ich hasse diesen Sumpf. Da komme ich auch nicht vorbei. Hier komme ich auch nicht vorbei. Ah, hier lang war das. Hier sind wir, von hier sind wir hergekommen. Na, geh hoch. Ach, dieser Weg, Alter. Dieser scheiß Sumpf, ich hasse ihn. Ach, Omi ist da. Ich werde doch gleich mal eine Runde mit ihr quatschen mit der Omi. Vorausgesetzt, wir kommen nicht zu spät, bis wir angekommen sind, ist es dunkel. Bei dem lange Weg hier, ey, das ist puh. So, hallo Oma. Na Oma, wie geht's dir? Was hatten die Frösche? Ah, guck mal, die hat die Setzlinge. Und einen goldenen Apfel. Oh, für 10 Gold. Wenn sonst nichts ist. Die hat die Setzlinge. Und Essenzen. Was? Berserkertrank. Oh, du kannst viel Schaden austeilen, verlierst aber konstant Leben. Oh, die hat die Setzlinge. Da nehme ich doch direkt die ganzen Setzlinge mit, die wir brauchen. Kleber, Säure, Frösche. Kann ich da was mit anfangen? Ich nehme die mal mit. Ich nehme die mal mit. Vielleicht kann ich die irgendwie zu Fischfilet verarbeiten. Was war denn das eben für ein Rumpeln? Es rumpelt und pumpelt in meinem Haus. Ich glaube, es ist der böse Klaus. La 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 la
Oh, jetzt muss ich erstmal nach meinen Leichen gucken. Ach du Scheiße. Da hat es unser Eselchen aber wieder gut gemeint. Das ist eh schon halb vergammelt. Wir kümmern uns erstmal um das Frische, um das Frischfleisch. Na, wie schaut's aus? Wie immer. Ja. Frischfleisch. Ah, perfekt. Sehr schön. Flupp. Und flupp. So. Das sieht schön aus. Das sieht auch schön aus. So, Gehirn hatten wir. Nehmen wir mal das. Und hoffen, dass der Gute nicht fuscht. Oh, oh geil. Sieht super aus hier. Sehr schön. War direkt ein Volltreffer. So. Ja. Ich muss dringend, ich brauche wieder Gräber. Ich muss dringend Gräber ausheben. Schon wieder. Ich müsste auch dringend mal neue Grabsteine machen, dass ich da die Punkte kriege dafür. Weil hier stehen nämlich sehr viele, wo noch was zusätzlich gebrauchen könnten. So, dann nehme ich erstmal dich mit. Weil das Problem ist hier, wir kriegen halt keine zusätzlichen Punkte, weil halt kein Deko dabei ist, ne? Also es ist alles auf Null. Und ja, wir müssten da halt einfach mal ein bisschen Power reingeben. So, dann nehmen wir mal zwei mit. Ach komm, jetzt nimm das doch mal ordentlich. Und dann noch die letzten zwei. Ja, da liegt ja auch noch einer. Die packe ich jetzt gerade mal. Oh, die sieht böse aus. Ich glaube, da brauche ich gar nicht zu versuchen. Die kann ich direkt wegschnetzeln komplett. Und dann auch mal wieder verbrennen. So. Wir können auch hoch zu unserem Festgelage und können da unsere Hexenverbrennung genießen. Was habe ich denn an Dingern dabei? Innereien muss ich noch rausnehmen. Aber das wären dann gerade mal zwei Pünktchen. Alles klar, hat sich erledigt. Da hast du dein Gedärm wieder. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Was können wir noch? Die Haut nehmen wir noch mit. Und der Rest kann weg.
So, und wir gehen jetzt mal oben und genießen unsere Hexenverbrennung, unsere gute, mit Burger und Bier. Und da oben ist schon wieder, aber es ist mir jetzt egal, das mache ich dann später. Ich möchte jetzt erstmal hier zur Hexenverbrennung gehen und möchte da erstmal schauen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Und so langsam kriege ich Hunger, ne? Kein Wunder, wir haben auch schon Mittag. So. Ich suche nach einer ewig lodernden Kohle. Ich habe von einem deiner Wachleute gehört, dass du ewige Lodernde... Achso, das bin ja ich. Ich habe von einem deiner Wachleute gehört, dass du ewig lodernde Kohle besitzt. Ich bräuchte sie, um meine Familie wiederzusehen. Familie. Ich hatte mal Familie. Aber sie sind alle verbrannt. Meine Frau und mein Sohn. In meinem Haus lebendig verbrannt. Mein Haus fing beim großen Knallfeuer und mein Sohn war so jung. Ich habe ihn nicht mal seine Überreste gefunden. Aber ich habe in der Asche dieses Stück Kohle gefunden. Und es brennt seitdem und befeuert meinen Zorn. Ein Hexenritual hat diesen Knall ausgelöst. Ich bin danach der Inquisition beigetreten, so dass ich sie alle töten kann. Ich kann es dir nicht geben, bis ich nicht alle getötet wurde. Bis nicht alle getötet wurden, so rum. Vielleicht eines Tages mit deiner Hilfe, aber nicht vorher. Okay, alles ist bereit für die nächste Verbrennung. Jetzt bin ich mal gespannt. Und wir stehen hier und verkaufen Burger und Bier, weißt du? Das ist so bitter. Bier, frisches Bier. Das Bier wäscht die Sünden rein. Und saftige Burger, süß und saftig wie heiße Ekstase. Und von Menschenfleisch. Menschenburger. Zwei Stück bitte. Das ist die beste Verbrennung, die ich je gesehen habe. Lecker. Räucherfleisch. Haha, Menschenfleisch. Geil. Oh, wir kriegen sogar Glauben. In der Stadt wird man noch monatelang von dieser Verbrennung reden. Das sollten wir wiederholen, wann immer du bereit bist. Mach dein Zelt einfach fertig und los geht's. Du hast mit dem Verkauf von Bier und... Burgern 33 Silber verdient. Die nehmen meinen Glauben mit. Und ich habe... Oh, nö. Ich habe keinen Platz mehr. Ach komm, hier. Hau das Herz weg, ich brauche den Glauben. So. Wo hat er meinen Glaubenspopel hingebracht? Hier. Ich habe 33 Silber verdient. Das klingt doch super. Kann ich mit dir reden? Nö. Du riechst gut. So, ich glaube, ich muss unbedingt mehr Burger machen. Oh, der Hopfen ist fertig. Ah, Moment. Ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung machen. Da könnte man eigentlich auch ganz gut vielleicht mitverdienen. Ich meine, 33 Silber ist jetzt nicht so der Burner, aber wenn ich bedenke dann von den Kirchen, was da noch kommt. Oh, stimmt. Oh Gott, ich muss auch noch Dünger herstellen. Ach du Schande. Das habe ich auch komplett verschnappt noch. Ich muss dringend Dünger herstellen. Moment, da habe ich vergessen. Ich habe noch goldenen Dünger. Goldenen Dünger habe ich auch, ja. Ich meine hier goldenen Hopfen habe ich noch. Oh ja, Esel, geh mir nicht auf den Sack. So.
Das nehme ich mit und das nehme ich mit. So, der Rest bleibt jetzt gerade erstmal hier.